Ja, Leute, willkommen zurück zu Darksiders 2. Wir sind immer noch im kalten Turm und müssen es irgendwie schaffen, dieses Rätsel zu lösen. Wo wir meiner Vermutung nach diesen Block ne, das bringt auch nichts. Oder müssen wir... Nee, das kann auch nicht sein. Ist aber hier ein schönes Endlosspiel. So, du gehst mal zu. Du stehst da rum. Oder müssen wir... Wir müssen den Block irgendwie da hochkriegen, oder? Aber wie soll das funktionieren? Ich hab keine Ahnung, Schätzelein. Vielleicht müssen wir... Ziele nochmal runter. Und probiere einfach mal was anderes. Ich habe jetzt keine Ahnung, wozu das gut ist, was ich jetzt vorhabe. Aber ich möchte erstmal... Wir haben unsere Dingsfähigkeit gar nicht, unsere hier und so Astralfähigkeitsprojektionsgeringeldingsgedöns. Damit wollte ich es jetzt probieren, da muss es anders gehen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht. Wenn ich jetzt hier oben drauf gehe. Und von hier ein Portal schieße. Bringt gar nichts. Bringt es denn was, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle? Dann wird das blockiert. Aber das bringt mich doch auch nicht weiter. Ich raff's nicht. Ich raff's echt gar nicht. Ich wollte jetzt mal draufspringen und gucken, ob irgendwas passiert. Bringt auch nichts. Mano! Okay, mal scharf nachdenken. Was ich eigentlich die ganze Zeit schon tue... Aber irgendwie ohne Erfolg. Also Fakt ist ja wahrscheinlich, dass wir hier hoch müssen. Und Fakt ist auch, dass wir irgendwie diesen Block hier hochkriegen müssen. Aber wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Wie zum Teufel soll das gehen? Idee. Vielleicht müssen wir irgendwie mit dem Todesgriff arbeiten. So, komm mal her. Ja, perfekt. Perfekt. Na bitte. Geht doch. Hätte mir das auch geschafft. So. Jetzt können wir hier hoch. Jawoll. Ach, das sind schöne Momente. Wenn man auch mal tatsächlich ein schweres Rätsel, die ja relativ selten sind in Darksiders. In Darksiders 2 auch. Wenn man so ein Rätsel dann löst, nach etwas längerem Überlegen.
Schön. So, die Laterne. So. Wir brauchen den Leereläufer. Das heißt, das DLC ist jetzt auch von den Fähigkeiten wahrscheinlich irgendwie auf einen früheren Zeitpunkt im Spiel ausgelegt. Weil wir, wie gesagt, sowohl den Phasenläufer noch nicht haben, als auch unsere Astralprojektionsfähigkeit noch nicht haben. Wie kommen wir denn jetzt und so? Kann ich denn... Hier komme ich doch gar nicht. Ah, Moment. So stelle er die Laterne ab. Da hier so nette vorgefertigte Wege sind, gehe ich einfach mal stark davon aus, dass wir den Block jetzt auch hinten brauchen, um eben ins Portal gehen zu können. Deswegen schieben wir das gute Stück mal um die Ecke. Wir bringen es um die Ecke. So, ran an die Wand. Und dann... Komme ich aber doch auch gar nicht hier hoch, oder? Ah, abstellen. Häpp. Hoch. Davon mal abgesehen, was bringt es mir eigentlich, wenn ich das Portal aufmache? Ich habe überhaupt kein Gegenstück. Ich habe überhaupt kein Gegenstück. Wo ist das Gegenstück? Da geht's doch schon wieder los. Hätte ich denn von dort oben... ...noch irgendwie einen Blick gehabt auf eben das Gegenstück? Oder was ist da oben? Ah. Ah. Einmal. Zweimal. Schnell oben drauf. Wir schnappen uns mit dem Todesgriff die Laterne. So. Und springen hier durch. Sehr schön. Prima. Prima, prima, prima. Hier gehe ich jetzt einfach mal ganz dreist runter. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Das machen wir folgendermaßen. Wir stellen dich hier ab. Gehen hier durch. Und gucken, ob das klappt. Ja, es funktioniert. Sehr schön. So, und jetzt sind wir ja am Anfang. Können dir das Ding an die Hand hängen. Und müssen jetzt nur noch, was wir ja am Anfang schon festgestellt haben. Wo war denn das Portal? Dort. Einmal. Zweimal. Und dann noch drehen. Nochmal drehen. Haha, geschafft. Sehr cool. Sehr cool. So, jetzt müssen wir hinter der Tür logischerweise den Skelettschlüssel bekommen. Und der Skelettschlüssel ist dann wahrscheinlich... Oder die Skeletttür ist dann wahrscheinlich die Bosstür. Da gehe ich jetzt dreist, wie ich bin, einfach mal von aus. Okay. Wandlauf. Wandlauf. Geschafft. Truhe links. Schwupp. Heiltränke. Und wieder ein Arena-Kampf gegen jede Menge Champions wahrscheinlich. Na dann.
Freunde, kommt her. Warum geht denn das nicht? Oder geht das erst, wenn wir jetzt den Skelettschlüssel haben? Skelettschlüssel. Jetzt aber. Ha, schön. Coole. Und ab geht die Gemetzelei. Die Gemetzelei? Was habe ich für krasses Deutsch drauf, Alter? Stufenaufstieg. Sehr nice. So, die Soldaten hauen wir ganz locker um. Das war's? Ah, natürlich nicht. Coole! Weg hier! So, du eisiger Pirscher. So, ein bisschen mit den Sensen drauf, Leben auffüllen und dann haben sich auch die beiden Pirscher erledigt. Das gefällt mir aber. Kein Heiltrank gebraucht, gar nichts. Aber einen Stufenaufstieg bekommen. Was ich natürlich äußerst schick finde. Ja, skillen wir die Krähen aus. Also nicht aus, sondern skillen erstmal die Eiskrähen. Fertig. So. Gucken uns mal unsere Werte an. Oh, wir haben genau 0 Erfahrung. Das heißt, wir haben ganz genau den Stufenaufstieg bekommen. Das ist ja auch nett. Stufe 22. 2850 Leben, über 800 Zorn. Ja, das ist ordentlich. Schadenswerte sind auch ordentlich. Vor allem bei der Zweitwaffe. Das ist so Hammer. Entschuldigung. Ich muss mal einen Schluck trinken. So. Ah, jetzt müssen wir nur noch hier das Treppchen hoch. Ja, ja. Und die Skelettschlüsseltür öffnen. Sollte das dann schon der Bossraum sein? Ah, hier ist der Hebel. Sollte das schon der... Ja, das ist der Bossraum. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich gehe stark davon aus, dass wir uns jetzt mit Argul auseinandersetzen werden. Das sieht nach einem ziemlich großen, fiesen, epischen Kampf aus. Einen Feind vor mir, bereit für sein Ende. Du hast die Seele eines großen Wurms. Wie episch sieht denn der Drache aus? Warum dienst du dem verlorenen König? Ich diene jenen, die mich rufen. Mein Wesen ist eine Inkarnation ihres Willens. Ich werde dich vernichten. Genau. Du kannst diese Gestalt vernichten, aber nicht mich. Meine Seele wandert nicht in den Quell, denn in mir schlägt die pure Macht des Abgrunds. Niemand kann ihr entkommen. Niemand überkommt den Tod. Dann beweise deine Behauptung. Okay, coole. So eine wirkliche Menge Schaden macht er jetzt nicht. Wow, wow, wow. Kommst du irgendwann wieder runter oder muss ich einschreiten? Okay, Frage soeben beantwortet. Heiltrank einwerfen.
Oh, 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 oh. Dann hau ich dir einfach mal nett eine auf den Frack. Ne, noch ein Heiltrank. So, okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ausweichen. Das klappt aber ganz gut, wenn ich nicht genau da rein rushen würde, dashen würde, ausweichen würde, nett es wie ihr wollt. So, jetzt fliegt er wieder hoch. Sehr gut. Huch, was macht er denn nun? Ich hol nochmal die Kuhle. Okay, ja, das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob er mehrere Phasen hat. So. Lass ihn erstmal alles auf mich fixieren. Und dann stellen wir uns dazwischen. Und dann kommen wir da gut durch. Yo. Aber er hat irgendwie sich verändert. Also er schießt jetzt nicht nur Eisspitzen, sondern... Keine Ahnung, sieht aus, als ob er jetzt dem Verderben anheimgefallen wäre. Autsch! Okay, ich nehme mal einen Heiltrank, besser ist das. Nehme mal noch einen Heiltrank, besser ist das. So, jetzt beim nächsten Mal müssten wir ihn eigentlich packen. Da holen wir beim nächsten Mal, wenn er unten ist, noch die gute dazu. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall alles hin. Sehr schön, das funktioniert auch wunderbar. Wow, das war knapp. So. Das funktioniert alles prima. Außer, dass man hier nichts sieht, ist ein bisschen doof. Ja, verdammt. Coole! Nein! Zeit für den letzten Heiltrank. Oh oh. Das könnte tatsächlich knapp werden. Nein, hau mich nicht um! Hohoho. Was für ein genialer Finisher mal wieder. Und der Kampf war äußerst knapp. Das war eine enge Kiste. Ich bin auch nicht wirklich gut ausgewichen, weil ich gemerkt habe, dass wir es eigentlich auch mit Einsatz aller Heiltränke ganz gut schaffen sollten. Deswegen bin ich da einfach ein bisschen Rambo-mäßig reingegangen. War knapp, aber hat funktioniert. Und wir kehren jetzt mal zu Ostegott zurück und gucken, was er dazu zu sagen hat. Oder hören uns das mal an. Also bist du wieder da. Ich nehme an, du willst diesen Schatz. Keine Sorge, Reiter. Ostegoth hat seine Belohnung bekommen. Hast du das? Sieh dich nach Belieben um. Dann verkaufen wir jetzt noch schnell. Ja. So. Wir haben besessenen Hammer gefunden. Und die frostgeschmiedeten Zwillinge. Schaden, Zorn pro Kill und Zornentzug. Ja, gut, da können wir beides mal behalten.
Kleines Fazit zum DLC. Für den DLC ein ordentlicher Umfang mit drei Dungeons. Kann man nicht meckern. Ich gucke jetzt hier gar nicht, ob es besser ist, sondern verkaufe einfach nur Wüst. Ja. Machen wir jetzt halt mal so. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Ja. Ein ziemlich gelungener DLC, wie ich finde. Ein fairer Preis. Ach, jetzt habe ich die Zorntränke verkauft. Ich bin ja ein Trottel. Ich wollte sie doch kaufen. Das habe ich. Ich möchte, dass du das nimmst. So, dann kaufen wir uns aber unsere Zorntränke auch alle wieder. Und dann hätten wir es. Frostgeschmiedete Zwillinge. Schicht auf Schicht aus Gletschereis formen die messerscharfen Kanten dieser Armklingen. Jeder Treffer der Zwillinge hinterlässt die Wunde mit einem gefrorenen Eisrand, welches jeden Schlag besonders grausam macht. Dazu kommt, dass der Zauber der Zwillinge jedem Gegner Zornenergie entzieht und dem Träger übertragen wird. Sieht nett aus. Die Armklingen. Jo, wir haben das Grab des abgesetzten Königs geschafft. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass wir jetzt questmäßig hier, genau, den ersten DLC geschafft hätten. Dann würde ich sagen, ich überlege mir, was wir beim nächsten Mal machen. Schlucke noch einen Heiltrank, ganz schnell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, wenn ich weiß, mit was wir uns als nächstes auseinandersetzen und welcher Herausforderung wir uns als nächstes stellen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.